Das wohl bekannteste Format von Audios im Lernkontext sind Podcasts. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Podcast und einem Audiogespräch? Podcast meint in aller Regel eine Serie von Audios. Das heißt, erst dann, wenn es mehrere Folgen gibt, sprechen wir eigentlich von einem Podcast. Alles andere sind Audiogespräche, Interviews, Reportagen. Eine besondere Form für Audios im Lernkontext sind Hörbücher und vor allem Hörspiele. Bei Hörspielen verschiedene Rollen, die eingesprochen werden, Effekte, Soundeffekte, Geräusche etc., die dazukommen. Wir haben unter diesem Video einige Informationen zum Hörwurm. Das ist ein Hörspielwettbewerb für Schulen. Schauen Sie sich das mal näher an, wenn Sie Interesse am Thema Hörspiel haben. Da gibt es eine Vielzahl von tollen Materialien, die die Kolleginnen dort zusammengestellt haben. Aber was ist eigentlich der Vorteil von Audios im Lernkontext gegenüber Videos? Eine Sache ist ganz pragmatisch. Ich habe einen Kanal weniger. Das reduziert den Aufwand. Und es reduziert auch Dateigrößen. Es ist viel leichter, solche Audiodateien zu verbreiten als Videodateien. Vor allem sind wir mit Audios aber sehr nah an unseren Zuhörenden dran. Wenn wir Audios zum Beispiel über Kopfhörer hören, dann kann man sagen, viel näher geht es nicht. Wir können über Audios spezielle Atmosphären schaffen, indem wir zum Beispiel Geräuscheffekte und Ähnliches nutzen. Im Kapitel zu externen Inhalten habe ich Ihnen auch Sachen verlinkt, wo Sie solche Geräuscheffekte finden, die Sie legal für den Unterricht verwenden können. Nun aber erstmal ein paar Tipps und Tricks zum Erstellen von Audios. Ich nehme das Ganze hier in einem Studio auf. Das wurde schalltechnisch optimiert. Hier hängen schwere Vorhänge, wir haben Schaumstoffmatten an die Wände gebracht, um Schall zu brechen, um einen möglichst klaren Ton zu bekommen. Ich nehme hier auch gerade mit einem ganz guten Mikrofon auf. Was für Mikrofone Sie verwenden können, das erzähle ich Ihnen im nächsten Kapitel zum Thema Basisausstattung. Wir wollen uns jetzt erstmal fragen, wie können Sie Ihr Zuhause oder Ihren Klassenraum mit kleinen Tipps und Tricks schalltechnisch verbessern? Häufig finden wir Räume in Schulen vor, die 3-4 Meter Deckenhöhe haben, viele Fenster und wenig, was den Schall auffangen kann. Ehrlich gesagt, für Audioaufnahmen, die gut werden sollen, ein kleines Horrorszenario. Jetzt können wir ja nicht einfach Vorhänge in die Schule mitbringen oder Schaumstoffmatten an die Wände kleben. Vielleicht hat Ihr Klassenraum aber Vorhänge an den Fenstern. Ziehen Sie diese dann zu, das hilft schon erheblich. Gerade im Winter oder zu einer kälteren Jahreszeit hilft es auch, wenn die SchülerInnen ihre Jacken mit in den Raum bringen. Je mehr Jacken hängen, desto besser. Oder lassen Sie Schülerinnen und Schüler Schirme von zu Hause mitbringen. Spannen Sie diese auf und verteilen Sie diese. Auch das bricht den Schall und hilft uns, den Raum zu optimieren. Es gibt aber auch andere Dinge, die klingen ganz banal, aber manchmal vergessen wir sie. Wenn ich mit dem Mikrofon weit weggehe oder nah dran bin, beeinflusst das die Audioqualität ganz erheblich. Genauso wie wir mit einem Audio, Podcast, Reportage etc. nah dran sein wollen an unseren Zuhörenden, müssen wir auch mit unserem Mund und der Stimme nah dran sein am Mikrofon. Und ein Tipp habe ich noch, der wirkt jetzt ein bisschen bekloppt, ist aber komplett ernst gemeint. Ich habe hier einen Greenscreen, den will ich Ihnen am späteren Video nochmal zeigen. Der ist jetzt hier mein Deckenersatz. Was Sie nämlich tatsächlich machen können, ist, dass Sie sich eine solche Decke über den Kopf werfen. Und dann das Audio hier drunter aufnehmen. Klingt bekloppt, sieht auch ein bisschen bescheuert aus, hilft aber tatsächlich. In den ersten Lockdowns der Corona-Pandemie haben professionelle RadioreporterInnen so O-Töne für das Radio aufgenommen. Zu Hause am Ess- oder Küchentisch mit einer Decke über dem Kopf wurden Töne eingesprochen. Klingt unglaublich. Auf Instagram etc. findet man aber einige Beispielvideos, die ganz selbstironisch hochgeladen wurden. Und tatsächlich, so eine Decke oder Jacke über dem Kopf kann helfen. Mein Tipp für dieses Kapitel ist, probieren Sie das aus. Variieren Sie auch Ihre Stimme. Modulation, Tonalität, Lautstärke,
All das beeinflusst das Hörerlebnis und damit auch das Lernerlebnis. Probieren Sie es mal aus, Audios aufzunehmen, direkt an einem Fenster, unter einer Decke, mit aufgespanntem Schirm oder in einem Klassenraum, so wie er normalerweise ist. Können Sie einen Unterschied hören? Alleine das auszuprobieren soll schon eine Menge Spaß machen und den wünsche ich Ihnen jetzt erstmal beim Durcharbeiten dieses Kapitels.